Bei Punsch und Keksen hat sich die Medienbranche vergangenen Dienstag auf Einladung des FÖZ auf die Adventzeit eingestimmt. Damit ist das neue Werbejahr nicht mehr weit entfernt. Für gewöhnlich bringt dieses auch Werbepreiserhöhungen mit sich, meist etwas über der Inflationsrate. Mit welchen Erhöhungen ist 2016 zu rechnen? MM Flash hat sich unter den Gästen des Adventempfangs umgehört. Für 2016 schätzt die österreichische Nationalbank die Inflationsrate auf 1,6%. Lässt sich das so auf die Werbepreise umlegen? Nein, sagen die meisten Medienmanager. Ich glaube, dass das kommende Jahr noch von relativ viel Stabilität geprägt sein wird, auch in der Preisentwicklung quer über alle Mediengattungen. Wir haben stabile Preise. Wir erhöhen nicht, aber wir senken auch nicht. Ja. Und es ist auch ein stabiles Geschäft, also gehen wir davon aus, dass es so auch im nächsten Jahr sein wird. Na, generell sind wir natürlich bestrebt, dass wir den Preis, also einen sogenannten Marktpreis, dementsprechend erzielen. Und die haben wir schon seit Jahren, dass wir die dementsprechend erzielen und bei allen Kunden auch dementsprechend unsere Leistung dann bringen und der Kunde Erfolg hat mit unserer Medienleistung, ist die Tiroler Tageszeitung. Und das funktioniert. Ja. Und wir sehen nicht ein, warum wir da irgendwas verändern sollten. Und deswegen bleiben wir gleich. Also die kleine Zeitung hat ja über die Jahre auch versucht, in den Tarifen die Effizienzsteigerung zu zeigen. Und deswegen haben wir in den letzten Jahren immer unter VPI erhöht. Und so halten wir das auch für das Jahr 2016. Die Tarife werden um 1% circa steigen. Wir haben die Anzeigenpreise schon festgelegt für 2016 und wir haben es ungefähr auf der Inflationsrate angehoben bei Gusto, weil wir auch glauben, dass es das Produkt wert ist und wir auch sehen, dass das der Markt auch hergibt. Speziell im Online-Bereich wird es aber wohl zu Preiserhöhungen kommen. Man erwartet sich eine steigende Nachfrage und damit auch ein größeres Stück des Werbekuchens. Allgemein, wenn die Preise, wir wollen wir gleich halten, also für 2016, bis auf das Sidebar-Format, weil da die Nachfrage schon so hoch ist und es ist einfach Angebot- und Nachfrage-Thematik. Wenn mehr Nachfrage da ist als Angebot, gehen die Preise natürlich rauf. Alles dort, wo wir eine direkte Zielgruppenansprache erzielen können, steigen die Preise. Aber wir erleben das derzeit auch im gesamten Qualitätsumfeld des Kuriers, dass wir hier zunehmend bessere Preise kriegen, weil wir Qualitäten anbieten, die es am Markt offensichtlich nicht so oft gibt. 2016 werden die Werbepreise im immer noch größten Segment, dem Printbereich, also stabil bleiben, während für Online-Werbung tiefer in die Tasche gegriffen werden muss.